Ja, Basti, 4:3 gewonnen gegen deine alten Kameraden. Erzähl mal, wie geht's dir, nach so langer Zeit endlich mal wieder ein Pflichtspiel auf dem Platz gestanden zu haben? Ja, also war natürlich schön, heute mal wieder ein Pflichtspiel zu haben, nach, glaube ich, über 4 Monaten Pause. Ich glaube, das ging uns allen so, dass wir alle in der Mannschaft froh waren, wieder hier auf dem Platz stehen zu dürfen und mal wieder ein Ligaspiel zu bestreiten. Und ja, ging ja dann am Ende auch positiv für uns auf. Ja. Doppelpack heute. Was ist das für ein Gefühl gegen die alten Jungs? Ja, also ich war schon nochmal vielleicht ein Tick heißer gegen den alten Gegner. Ich kenne hier auch noch die meisten Spieler, habe auch noch mit einigen Kontakt und dann ist man vielleicht nochmal ein Tick motivierter und vielleicht hat es heute dazu beigetragen. Wir haben ja 1:0 zurückgelegen und sind dann nochmal grandios zurückgekommen, haben dann aber ein bisschen nachgelassen. Was war deiner Meinung nach der Grund, warum auf einmal Calcio so extrem stark wurde in der Schlussphase? Also ich fand, bis zum 3-1 haben wir es wirklich gut gespielt. Wir müssen dann vielleicht sogar aufs 4-1 gehen, waren da ein bisschen zu nachlässig. Und dann muss man sagen, dass Calcio natürlich von der Bank sehr, sehr gute Spieler noch gebracht hat. Also kam dann Volkan Kandan oder Shaban Ismaili von der Bank. Das ist dann natürlich eine Qualität, die Calcio hat in der Breite. Und dann haben wir uns natürlich hinten raus schwer getan. Also, ja, war dann doch auch vielleicht ein glücklicher Sieg, aber nehmen wir natürlich so auch mit. Ja, dreckige Siege sind die schönsten Siege, sagt man manchmal, genau. Vor allem wenn es am ersten Spieltag war. Genau. Hast du noch irgendwelche Worte für den verletzten Spieler von Calcio? Ja, also ich habe die Situation gar nicht gesehen. Ich habe den Ball quer gespielt und dann sehe ich ihn nur auf dem Boden. Josip ist auch ein guter Kumpel von mir, also ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Ich würde mich auch gleich nochmal erkundigen und wünsche ihm natürlich alles Gute und dass es nichts Wildes ist. Dir auch alles Gute, Basti. Dankeschön. Glückwunsch zum Doppelpack und Glückwunsch zum Dreier. Danke. So kann es weitergehen. Ja.